In unserer Klasse sind alle unterschiedlich. Ob groß oder klein? Kräftig und dünn? Ob Junge oder Mädchen? Hell oder dunkelhäutig? Ob kurze oder lange Haare? Ob lockige oder glatte Haare? Ob nerd oder cool? Ob zappelig oder ruhig? Ob guter Sportler oder schlechter Sportler? Aber alle haben die gleichen Rechte. Oder doch nicht? Ich habe gestern das neue iPhone X bekommen. Ja, aber nur, weil sie nicht wollen, dass du bemerkst, dass sie nie da sind. Hallo Schatzi, ich bin gerade in Katar und da ich ja die Architektin bin, muss ich unbedingt bei dem Bau dabei sein. Wir sehen uns dann erst in 2-3 Wochen. Und dein Vater, der sitzt bis spät in die Nacht mit seinen Mandanten in der Kanzlei rum. Ich bekomme zum Geburtstag das neue iPhone 8. Dann habe ich wenigstens was zu tun, wenn meine Eltern WhatsAppen oder telefonieren. Da musst ihr eure Haushaltshilfe wieder beim Einrichten helfen, weil deine Mutter so lange in der OP ist. Und dein Vater nicht aus der Arztpraxis rauskommt. Mein Papa hat mir auch ein Telefon gekauft, damit wir wenigstens telefonieren können. Seitdem meine Eltern getrennt sind, sehe ich meinen Papa fast nicht mehr. Und meine Mutter erlaubt mir auch nicht, zu ihm zu fahren, denn er wohnt jetzt so weit weg. Ich muss immer noch das alte iPhone von meinem Bruder nehmen. Das war schon davor. Deine Mutter, dein Vater, dein Opa, deine Oma und deine große Schwester hatten? Meine Mutter will, dass ich immer erreichbar bin. Sie ruft mich jede halbe Stunde an und will genau wissen, wo ich bin und was ich gerade mache. Sherlock Holmes ist gegen sie eine Null. Und du? Meine Mutter hat nur meinem großen Bruder ein Handy gekauft. Den mag sie eh viel lieber. Und was ist mit dir? Meine Eltern kaufen mir kein Handy. Sie sagen, sonst würde ich zu viel an dem Gerät rummachen. Ich soll lieber Geige spielen, Hausaufgaben machen und zum Tennis gehen. Ach, du Loser! Was für ein Handy hast du? Ich hab kein Handy. Meine Eltern haben zu wenig Geld, um mir eins zu kaufen. Kommt, mit dieser Außenseiterin wollen wir gar nichts zu tun haben. Ja. Was für die blöde Außenseiterin denkt, schreiben wir im Chat. Was ist denn los? Ich will nicht darüber reden. Ach komm schon, erzähl es mir, dann geht es dir sicherlich besser. Also gut, ich habe eine Nachricht bekommen, in der steht, wenn ich sie nicht an 20 Leute weiterschicke, stirbt meine Mutter in 15 Tagen. Das Problem daran ist, ich habe nur 10 Kontakte. Das ist echt gemein, aber Mensch, eigentlich ist es doch egal, denn es ist nur eine Nachricht. Das kann gar nicht passieren, keiner ist so allmächtig. Danke, fühlt sich schon besser an. Du bist echt nett. Wollen wir morgen in der Pause zusammen Fußball spielen? Ja, okay. Was ist, warum guckst du so? Es ist immer noch wegen dieser Kettennachricht. Sag mal her. Was steht da? Was glaubst du, stirbt unsere Mutter in 15 Tagen? Ich weiß nicht genau. Ich habe aber irgendwie so ein komisches Gefühl. Sollen wir Mama Bescheid sagen? Nein, lieber nicht. Lächerlich. Was für ein Unsinn. Hast du auch diesen Kettenbrief bekommen? Ja, aber ich mache mir aus solchen Kettenbriefen nichts. Hast du gar keine Angst? Nein, es hört sich aber so an, als hättest du Angst. Nein, obwohl, eigentlich ja schon.
Du bist schon alt genug, um wissen zu können, dass das alles einfach nur unecht ist. Stimmt. Sag ich doch. Los, du guckst so traurig. Ich habe schon wieder einen Kettenbrief bekommen. Hier, sieh mal. Das ist so grausam. Egal, wo man hingeht. Man kriegt immer wieder welche. Ich hatte das auch in meiner Jugend. Aber da waren es Briefe und es war nett gemeint. Aber was ist, wenn man mich auslacht, weil ich Angst habe? Das glaube ich nicht. Es war schon so super mutig von dir, dass du mir das gesagt hast. Danke, Papa. Heute ist Klassenratsstunde. Hat jemand ein Thema? Ja. Also im Klassenchat hat jemand einen Kettenbrief reingeschickt. Dort drin stand, wenn du das nicht an 20 Kontakte weiterleitest, dann stirbt nach 15 Tagen deine Mutter. Dieser Brief hat mir echt Angst gemacht. Ich hatte deswegen Angst und Albträume beim Einschlafen. Ich finde es nur lächerlich und habe ihn nicht weitergeleitet, weil ich ja wusste, dass es nur Unsinn ist. Von wegen, du hast ihn gefühlte 10 Mal an mich weitergeschickt. Leonora? Die wollen Kindern damit nur Angst machen. Ich habe mich gefragt, woher der etwas über mich und meine Mutter weiß. Ja, bitte. Ich konnte es einfach nicht glauben. Aus lauter Angst habe ich die Nachricht gleich weitergeschickt. Ich hatte fürchterliche Angst und deswegen habe ich es auch gemacht. Ich habe mit meinem Papa drüber gesprochen und zusammen haben wir entschieden, dass ich sowas nicht weiterleiten soll. Als ich vor kurzem doch noch mein Handy bekommen habe, hat mein Vater mir gleich gesagt, dass ich jede Nachricht, die mir komisch vorkommt, gleich an ihn weiterleiten soll. Und das habe ich auch gemacht. Ich wollte es erst meiner Mutter nicht sagen, weil sie immer zu mir sagt, dass ich nicht so ein Angsthase sein soll. Meine Mutter hat mich ordentlich eingewiesen, als ich mein Handy bekommen habe, dass ich solche Kettenbriefe nie weiterleiten soll. Es kann auch Viren verschicken. Ich schalte abends immer mein Handy aus. Man kann sein Handy auch auf Flugmodus stellen. Ich frage mich, wer so mit sowas angefangen hat. Ich habe den Brief vor 3 Monaten aus München von meiner Cousine bekommen. Oh, das finde ich echt mutig, dass du das hier vor allen sagen kannst. Aber eigentlich ist es auch egal. Fast jeder hat schon mal den Brief weitergeschickt. Weil ich würde jetzt gerne das Thema abschließen. My heart to pieces, had it down to five. Saying it's not fair, let me tell you something. I can't say I am.
you're kicking deeper, now you know.